Und weiter geht's bei City Skylines Tenable. Und zwar sind wir immer noch dabei, zu versuchen, das Verkehrsproblem, das sich in diesem großen landwirtschaftlichen Gebiet gebildet hat, zu beheben. Und dann in die anderen Teile der Stadt zu gehen, wo auch noch das eine oder andere Wehwehchen dafür sorgt, dass Fehlermeldungen sind. Wie zum Beispiel hier sind die Leute immer... Ah nee, warte, jetzt früher waren die Leute, beim letzten Mal waren die Leute, die hier gewohnt haben, sauer, weil es so laut ist. Jetzt sind die Leute, die hier auf dieser Kreuzung wohnen, sauer, weil es so laut ist. Also vielleicht reißen wir einfach deren Haus ab und bauen dann einen Park hin oder so. Schauen wir mal. Aber erstmal müssen wir uns hierum noch kümmern. Hier stehen auch so Getreidesilos, die hier hinten... Wir haben viel zu viele Getreidesilos, glaube ich. Die bauen wir dann an diese Straße ran. Was mache ich da eigentlich so? So. Und dann können wir hier... Mal gucken, was wir hier machen. Also das ist schon gar nicht schlecht, diese Straße hier mit, wo die beiden dran sind. Da können wir mal eine komplette Querstraße draus machen hier. So. Muss hier ein Fußgängerüberweg sein? Eigentlich nicht, ne? So. Kommt da jetzt kein Strom hin? Warum kommt da kein Strom hin? Ist doch alles angeschlossen hier, oder nicht? Doch, ja, siehst du. Gut, dann können wir vielleicht die zweite Getreidemühle... Wo die Getreidemühlen, wenn die gleich am Silo sind, das hat natürlich auch was, ne? Aber gut, dann müssen die halt einmal um die Ecke fahren hier. Und wir müssen die Vorfahrtsregeln hier bearbeiten, aber das machen wir dann gleich. Und das hier ist die Bäckerei. Die machen wir dann auch hier. Da machen wir einfach die Straße so weiter, wie sie läuft hier. Und können dann da unten die Bäckerei hinbauen. Das ist auch wunderbar. Es passt so, als hätten wir das so geplant. So, siehst du wohl. So, ich würde sagen, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Sieht zumindest nicht so aus, als würde sich der Verkehr hier stauen. Und wir haben auch die Hauptarterie entlastet, dadurch, dass wir hier quasi diese lustigen Schummeltunnel gebaut haben. Das ist beides der Herzogbergtunnel. Das sind beides Herzogbergtunnel. Und das hier? Helgoländer Straße. Okay, warum nicht? Hier haben wir nicht genügend Rohstoffe, okay. Das heißt, wir müssen hier noch zwei, drei Felder bauen. Aber das war uns ja klar, als wir die ganzen kleinen Felder abgerissen haben. So. Links, rechts und nochmal links. So, was bauen wir da an? Mais ist gut für die Tiere. Kartoffeln und Weizen. So. Okay. Wir könnten hier noch eine Querstraße bauen. Nur so zum Umkehren. Eigentlich können wir daraus eine Einbahnstraße machen, weil die ist nur dazu da, dass die Leute hier Getreide einsammeln und dann gleich hier hinfahren und das rüberbringen. Also machen wir daraus eine Einbahnstraße. Das erhöht die Kapazität und verringert irgendwelchen komischen Verkehr, mit dem wir nicht gerechnet haben. So. Warum kommt kein Glas an hier? Befördert ihr überhaupt irgendwas hier? Wäre meine Frage. Oh Mann, das sieht sehr knapp aus hier. Ja, hier kommen Laster an.
Und die fahren hier rein. Okay. Also irgendwas passiert da. Ich weiß nicht was, und es hilft uns zumindest nicht bei unseren beiden Fabriken hier. Gut, das Gebiet ist okay. Wo haben wir die nächste Fehlermeldung? Ah, hier hat sich das Lärmproblem scheinbar auch aufgelöst. Was zur Hölle ist das? Guckt euch den Verkehr an. Meine Fresse. Und das ist auch nicht schön hier. Diese Kreuzung ist total überflüssig. Da müssen wir vielleicht mal ein Machtwort sprechen. So, wo haben wir? Warum willst du daraus einen Tunnel machen? Das verstehe ich nicht. Was soll das denn? Warum ist das ein Tunnel? Was ist das denn für ein Quatsch? Geht doch, Mensch. Albern. Ist schon wieder ein Tunnel. So, okay. So. Das sollte vielleicht dem Verkehr so ein bisschen helfen. Und können wir die Straße aufwerten? Das ist eine dreispurige. Wenn wir daraus eine dreispurige Autobahn machen, dann gehen unsere ganzen schönen Poller weg, die wir hier gemacht haben. Aber lässt sich da nicht ändern. Wir vertrauen einfach darauf, dass die Leute nicht gegen den Stein fahren wollen hier. Jetzt gehen die Hälfte der Poller weg. Das ist natürlich auch ungünstig. Erstmal gucken, wie sich das hier zurechtrüttelt. Und da wir hier die Häuser sowieso abreißen müssen, beziehungsweise mussten, bauen wir hier gleich große hin. Vielleicht sind die auch nicht so lärmempfindlich, die großen Wohnhäuser. Da ist mehr akustische Knautschzone drin. Schauen wir mal, wie das läuft hier. Ah ja, genau. Die jetzt einzeln wegmachen hier. Sowas. Hier zwei nebeneinander. Oh, ich habe zwei Sorten Poller hier. Ich habe runde und ich habe eckige. Das habe ich ja auch gar nicht gemerkt. Ah, was habe ich gemacht? Ich habe eine Straße weggelöscht. Nein! Ist ein Hauptverkehrsweg auch noch. Ah, so. Goodie. So. Ist natürlich jetzt die A12, weil das eine Autobahn ist, streng genommen. Das macht natürlich wenig Sinn. Die könnte man noch umbenennen, aber.
Wir haben lange nicht mehr nach der Universität geguckt, ne? So, also. Benennen wir das mal um. Das ist hier der Van Dusenring. So. Und machen Kreisverkehrregeln wieder, für den Fall, dass sie kaputt gegangen sind eben. Das sieht immer noch nicht so ganz gut aus hier. Da waren relativ viele Leute zu Fuß unterwegs. Okay, aber wir können das. Was ist hier los? Es ist auch Autobahn hier. A17, A36 und A9. Naja, soll mich erstmal nicht stören hier. Aber die Lärmbelästigung scheint hier schon ein bisschen zurückgegangen zu sein. Was Sie hier machen können, ist, wir können diese beiden Straßen noch verbinden mit dem Fußweg. Das freut die Leute immer sehr. Wir könnten auch einen Fahrradweg hier hinbauen, aber wir machen mal einen Fußweg. So. So, siehst du wohl. Dann können die hier auch durch. Und das gleiche gilt hierfür. Können die so zwischen den Häusern abkürzen. So, hier haben wir schon ein paar dichte Wohngebiete hingebaut. Am Rand der Stadt. Und hier haben wir unser erstes dichtes. Sind das Büros oder sind das Gewerbegebiete? Das sind Büros. Okay. Und das sind Gewerbegebiete hier. Okay. Und hier hinten haben wir in Goldelund, da bauen die Leute, wie ihnen die Nase gewachsen sind. Im Rest der Stadt habe ich das irgendwie vorgegeben immer. Also, ich finde, das sieht aus, als ob es einigermaßen funktioniert jetzt mit dem Verkehr. Wo ist noch, wo sind noch die Nadelöhre? Ach ja, hier. Hier Kreisverkehr, hier ein Kreisverkehr, hier ein Kreisverkehr, an den diese Straße vielleicht anschließt. Da müssen wir wieder so ein Wohngebiet bereinigen. Und hier hinten könnten wir natürlich auch Kreisverkehre reinbauen. Da ist der ganze Industrieverkehr. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Oder wir machen. Oder wir machen das hier zur Autobahn und machen dann hieraus Auffahrten, wo die dann ohne Geschwindigkeitsbegrenzung rauf können. Ist das eine Idee? Nee, ist keine Idee, weil hier die Busse auch drüber gehen. Das heißt, das muss in mehr als eine Richtung gehen. Hier geht die eine Buslinie durch. Ja, dann halt Kreisverkehr. Was soll's. So, Fasanweg. Und daraus machen wir dann auch gleich wieder keinen. Es gibt achtspurige Straßen in dem Spiel. Das muss alles in diesem einen Mod sein. Wow! Holla! Achso, die geht in beide Richtungen. Das ist keine Einbahnstraße. Das ist ein bisschen chaotisch hier. Okay, dann nehmen wir lieber die. Ah, nicht die. So, okay. So ist richtig. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen für Aufregung gesorgt habe. Das hat es jetzt gerade eben zumindest kurzfristig nicht besser gemacht.
hier stellen wir mal, das machen wir mal alles auf Vorfahrtsstraße hier. So, was will der Müll hier offen? So, ah. So, machen wir alles auf Vorfahrtsstraße. Donk, donk. Und hier machen wir ein Stoppschild hin. Hier genauso. Und hier genauso. Ach so, da kann man nur von ab. Das, so. Überall Stoppschilder. So. Okay, sieht besser aus. Jetzt staut sich das hier ein bisschen, aber hier ist nur der Personenbahnhof. Meine Güte, guckt euch das an. Die laufen hier alle zu Fuß rum. Hier sind auch Parkplätze für die Leute, die am Bahnhof verreisen wollen. Die können hier Auto abstellen und hier ist sogar ein kleiner Park, falls es zu Wartezeiten kommt. Und hier ist sogar ein Übergang für die Fußgänger, also die können sich echt nicht beschweren. Was vielleicht fehlt hier, ist ein paar Bäume, damit das alles ein bisschen gemütlicher aussieht. So. Können wir hier nicht in die Zwischenräume auch was reinstellen? Ja. Hier nicht. Na gut. Okay, hier ist viel Verkehr, aber es ist wie gesagt der Bahnhof, also ist dann halt so, ne? Und ich meine, hier könnte man theoretisch eine Ampel hin machen. Aber es ist, glaube ich, wichtiger, dass auf der großen Straße von der Autobahn, dass da kein Stau ist, als dass es wichtig ist, dass sich das hier schnell auflöst. So, gucken wir mal, ob wir dem Verkehr geholfen haben. Hier auf jeden Fall. Diese Straße sieht wieder ein bisschen besser aus. Hier könnte man vielleicht einen zweiten Kreisverkehr sich überlegen. Allerdings ist das ein bisschen schwierig, weil hier, na gut, die Parkplätze können wir auch umlegen, ne? Also die brauchen wir nicht da lassen. Die können wir auch woanders hin tun. Die können wir vielleicht sogar hier unten an die Straße machen. Ist die Frage, ob das hier zwingend eine Einbahnstraße sein muss. Vielleicht wollen die Leute ja auch hier längs. Einbahnstraßen so beim Bahnhof, das macht Sinn, wenn das ein Güterbahnhof ist, weil dann, die kommen dann wirklich immer nur in der einen Richtung und zur anderen Richtung quasi. Aber hier macht das, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir hier erstens Fahrradwege machen. Und zweitens, das in beide Richtungen gehen, dann verteilt sich das ein bisschen. Sieht doch gleich viel besser aus hier. Und Stoppschild ist Stoppschild. Aber ich glaube, auf der Seite habe ich noch überhaupt gar keine Verkehrsregeln hier hingesetzt, oder? Weil das war ja eine Einbahnstraße gerade eben noch. Machen wir die hier mal Vorfahrt achten, das reicht. So. Das ist nicht mehr so dunkelrot, kann man sagen, was man will. Aber hier haben wir halt noch Probleme. Wir brauchen... Wir brauchen Dingens Wohngebiete. Das heißt, wenn wir hier so ein bisschen ein paar Läden abreißen, das wird die Leute nicht groß kümmern. Also die Läden müsst ihr vielleicht schon von der Straße wegnehmen. Das wäre ganz gut. Wir haben noch nicht genug Studenten, um aufzusteigen hier mit unserer Uni.
So, hier machen wir dann auch wieder ein bisschen ein Upgrade mit so einer schmalen vierspurigen. Und was wir auf keinen Fall wollen, ist an dem Kreisverkehr irgendwelche Gebäude hier. Den Zahn muss ich euch mal ziehen. Aber dafür können wir, um zu kompensieren, dass wir hier ein paar Läden verloren haben, können wir hier vielleicht mal so ein paar High-Density-Läden hinbauen. So, und dann müssen wir auch wieder die Vorfahrtsregeln hier ändern. Obwohl, das stimmt schon hier. Das lassen wir so. Und der Kreisverkehr wird auch mit den normalen Kreisverkehrregeln jetzt ausgestattet. Dann sollte das hier auch besser gehen. Was ist das hier? Keine Verkehrsregeln. Gut, hier machen wir Vorfahrt achten. Hier ist Vorfahrt achten. Sehr gut. Vorfahrt achten. Hier ist gar nichts. Wie kommt das? Hier ist das natürlich die Vorfahrtsstraße und das ist ein Stoppschild. So. Das ist sowieso eine Vorfahrtsstraße. Okay. Und was ist hier los? So. Vielleicht reicht das schon, aber hier staut sich's auch ein wenig. Aber das ist, glaube ich, so gewollt, ne? Vogelweg. Jo. Wie sind eigentlich unsere Zahlen hier bei der Schule? 701 gehen hier auf die Grundschule und immerhin 1121 gehen auf die Oberschule. Kann das sein, dass wir das Verkehrsproblem schon einigermaßen in den Griff bekommen haben? Naja. Oh, hier ist ein neues Nadelöhr. Aber das sind halt die Silofahrten. Muss ich einzelne kleine Straßen machen pro Silo? Ist das wirklich notwendig hier? Könnt ihr ja mal versuchen. Alles so ein bisschen albern vor hier, aber wenn es hilft. Ich meine, wir bewerfen das Problem gerade ein bisschen mit Straßen. Das Silo muss hier hinten irgendwo hin. Das ist zu nah dran an den anderen Kreuzungen. Hier zum Beispiel. Die behindern sich da nur. Das gleiche gilt hier für die Scheune. So.
Soll ich den Verkehr hier gleich unter diese Straße durchleiten zu dem Tunnel? Ist das vielleicht eine Idee? Aber wo kommen die hier nochmal her? Die kommen hier von den Fabrikgütern. Das heißt, die brauchen weder hier auf diese Straße noch brauchen sie auf diese Straße. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich die in die Straße einmünden lasse. Ja, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. So. Das war eine. War das eine Einbahnstraße hier? Das war eine Einbahnstraße, ne? Nee, war sogar Autobahnzubringer. Ja, machen wir das so. Eins kann man zumindest sagen, mit dem Tunnelverkehr gilt aus den Augen, aus dem Sinn. So, aber das, wie gesagt, läuft alles relativ gut hier. Diese Kreuzung ist furchtbar. Warnhäuser, die können hier nicht stehen bleiben, wenn ich hier eine Kreisverkehr hinbaue. Ich glaube, die Warnhäuser, die verursachen auch Verkehr, ne? Ah, das Busdepot verursacht natürlich auch Verkehr. Wo können wir das mal hinstellen? Nach Goldelund. Oder hier in Ockholm. Also das Busdepot beim Bahnhof wäre eigentlich vielleicht eine gute Idee, oder? Aber das ist jetzt hier der Güterbahnhof. Müssen wir den Findling da wegnehmen, wenn wir das da hinbauen wollen. Stellen wir den erstmal hier hin, wenn wir hier das alles geregelt haben mit Kreisverkehr und bla. Dann können wir hier ebenso gut auch wieder was Neues hinstellen. Ist hier noch irgendwas? Ja, das Kino, aber das Kino muss da bleiben. So. Sorry für eure Häuser. So. Da willst du eh nicht wohnen, direkt am Kreisverkehr. So, dann schauen wir mal. Das müssen wir dann vielleicht auch wieder upgraden. Das ist ein Kreisverkehr, der ist eng genug. Da könnte ich vielleicht so eine Statue reinstellen. Wie ich das schon vorhatte. So. Nee, hier will keiner wohnen. Hier direkt am Kreisverkehr möchtest du nicht wohnen. Glaub es mir doch. So.
Und ist die Frage, ob wir den nicht gleich in Kreisverkehr lenken sollen. Sieht gut aus. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier. Wow, das war nicht Sinn der Sache. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Hügel machen. Ich wollte auch kein unglaublich tiefes Loch hier reinmachen. So. Immer noch zu hoch. So hoch ist genau richtig, ja. So, dann machen wir mal, versuchen wir mal einen typisch nordfriesischen Kreisverkehr zu machen, obwohl eigentlich die sechs Spuren hier das Ganze schon unmöglich machen. So. Warte mal. Genau, so war das richtig. Und zwar haben wir gerne eine Statue obendrauf. Das sieht angemessen aus. Was ist das hier? Watermill, okay. Vulvata. Okay, und den Rest können wir dann Bäumen und Sträuchern vollstellen. Gerne auch etwas farbenfroher. Naja, rund ist was anderes, aber. Normalen Büsche hier, sowas zum Beispiel. Mhm.
Ah, hier ein Baum, da ein Baum. So. Jetzt grüßt die Statue eigentlich niemanden im Besonderen, weil die falsche Richtung steht, aber das können wir noch ändern. So, wenn wir jetzt von hier kommen, was ist hier los? Ist hier eine Bushaltestelle im Kreisverkehr? Das müssen wir vielleicht mal untersuchen. Dann fahren wir nämlich hier jetzt direkt auf den Kreisverkehr mit der Statue zu. Ist das nicht schick? Natürlich nicht, wenn wir abbiegen. Das hat schon was so als Wohngebiet hier. Ich sag, das Einzige, was wirklich fehlt, sind Reetdachhäuser, aber ist dann halt so. Okay. Mal gucken. Wir haben zwei neue Kreisverkehre. Mal schauen, was der Verkehr jetzt sagt. Es hat sich alles so ein bisschen verlagert. Also hier ist immer noch so ein Nadelöhr. Hier oben, das ist eine ganz fiese Ecke. Warum eigentlich? Hier, die müssen hier durch können dürfen. Das ist so ein bisschen das Problem. Naja. Gut, dann ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Und dann sage ich euch bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und wenn ihr abonnieren wollt, ich kann euch nicht abhalten. Außer mit den Videos, die ich mache. Und dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Wiederhören.